Mittlerweile ist hier hinter mir an der Außenstelle Stephans Posching des Annika-Zentrums Deggendorf wieder Ruhe eingekehrt. Gestern war das ja noch anders. Trotzdem hinterlässt der Einsatz der Polizei natürlich viele Fragen. Wieso mussten überhaupt so viele Kräfte anrücken? Wieso musste die Autobahn gesperrt werden? Und was ist das Ergebnis aus dem Einsatz? Es war eigentlich ein Routineeinsatz. Ein Asylbewerber aus Sierra Leone sollte im Rahmen der Dublin-III-Verordnung zur Überstellung nach Italien in Gewahrsam genommen werden. Die Polizisten konnten den 25-Jährigen in der Unterkunft aber nicht finden. Die eingesetzten Kollegen, aber auch der Sicherheitsdienst, der wurde dann von unbeteiligten Bewohnern der Asylunterkunft, das waren vornehmlich Nigerianer, massiv angegriffen und bedrängt, sodass der Einsatz dann letztendlich, die Kollegen, die mussten die Unterkunft auch verlassen, weil es wirklich zur massiven Zusammenrottung auch gekommen ist und die Kollegen, die sind auch angegriffen worden. Daraufhin entschloss sich die Einsatzleitung, Unterstützung anzufordern. Einige Stunden später wurde die Unterkunft am Nachmittag von einem massiven Polizeiaufgebot durchsucht. Also der Einsatz, der war dem letztendlich geschuldet, aufgrund der vorhergegangenen Ereignisse am Vormittag war es dann so, weil man darf nicht vergessen, wir ermitteln jetzt wegen Landfriedensbruch in 16 Fällen gegen Bewohner der Unterkunft. Und um den Rädelsführern auch habhaft zu werden, war auch dieses massive Polizeiaufgebot erforderlich. Das ist zum einen aus einsatztaktischen Erwägungen herausgeschuldet, weil man musste aufgrund des Einsatzes am Vormittag auch von einem entsprechenden Gewaltpotenzial der Bewohner ausgehen. Insgesamt wurden 41 Personen kontrolliert. 16 davon stehen unter dem Verdacht des Landfriedensbruchs. Gegen einen 23-Jährigen aus Sierra Leone erging Abschiebehaftbefehl. Die Fahndung nach dem 25-Jährigen, der am Mittwochmorgen nicht aufgefunden werden konnte, läuft weiterhin. Der Einsatz wurde in den sozialen Medien den ganzen Tag über heiß diskutiert. Eine Maßnahme, die bei Facebook-Nutzern für Unverständnis sorgte, war die kurzzeitige Sperrung der A92 zwischen Plattling Nord und West. Wenn bei der Antwort der Polizei, bei der Kontrolle Bewohner aus Angst davonlaufen und über die Autobahn laufen und es kommt zu einem Unfall, das hat ganz einfach Sicherheitsaspekte, denen wir auch nachkommen müssen. Die Sicherheit aller Beteiligten hatte für die Polizei bei dem Großeinsatz höchste Priorität. Das Fazit nach der Untersuchung: keine Verletzten, keine weiteren Zwischenfälle und eine ruhige Kontrolle. Deshalb zieht die Polizei trotz der Kritik in den sozialen Medien ein positives Resümee.